Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute gibt es mal was zum Thema Excel und Spalten fixieren, beziehungsweise eigentlich mehrere Spalten fixieren und natürlich auch Zeilen. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert bitte meinen Channel. Trotz dessen, dass es im Internet schon unzählige Anleitungen gibt, wie man Spalten und Zeilen fixiert, mühen sich da einige ziemlich kompliziert ab und ich zeige das hier einfach mal in dem Video. Ich habe ja eine kleine Excel vorbereitet und hier sehen wir ja schon, dass wir hier eine Zeile haben mit Spaltenbezeichnungen und wir haben hier ein paar Spalten mit Daten und jetzt wollen wir zum Beispiel einfach mal die erste Zeile fixieren. So, dazu gehen wir hier in den Reiter Ansicht und ich muss mal hier die Fixierung erstmal aufheben. Ich hatte schon ein bisschen rumgespielt und dann sehen wir, es gibt hier drei Menüpunkte. So, jetzt wollen wir zum Beispiel erstmal die oberste Zeile fixieren. Soweit kommt ja noch jeder klar. Also wir sehen, es ist fixiert. Und jetzt wollen wir auch noch die erste Spalte fixieren. So, da geht das schon los. Das heißt, wenn man jetzt hier auf erste Spalte fixieren klickt, dann ist auch wirklich die erste Spalte fixiert. Aber das Excel hat im Prinzip die Fixierung von der ersten Zeile wieder aufgehoben. So, jetzt versuchen einige irgendwelche merkwürdigen Konstrukte. Ich hebe das jetzt mal auf, die Fixierung. Und die versuchen zum Beispiel hier, indem die erste Zeile markieren und mit String haltend die erste Spalte nochmal markieren und dann hier mit dem Klick auf Fenster fixieren sozusagen die Fixierung gewünscht herzustellen. So, was hat er gemacht? Wir sehen hier schon eine kleine Linie und hier schon eine kleine Linie. Der hat das genau mittig fixiert. Ist ja nicht das, was wir wollen. So, wir heben das jetzt mal auf, die Fixierung. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir markieren einfach eine Zelle unterhalb der ersten Zeile und rechts von der ersten Spalte und klicken hier auf Fenster fixieren. So, jetzt sehen wir, der hat die erste Spalte fixiert und der hat die erste Zeile fixiert. Genauso, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Spalten fixieren möchte, zum Beispiel wollen jetzt die ersten zwei Spalten fixieren, dann klickt man einfach in die dritte Spalte unterhalb der ersten Zeile und klickt auf Fenster fixieren. So, sehen, zwei Spalten sind fixiert und die erste Zeile ist fixiert. So, das kann man jetzt noch weiter treiben. Also das heißt, wir wollen jetzt einfach mal die Fixierung hier ansetzen. Das heißt, wir wollen bis hierhin alles feststehend haben und wir wollen drei Spalten fixiert haben. Fixierung aufheben. Moment, so, und dann müssen wir nochmal anklicken und Fenster fixieren. So, wir sehen, dass das genau dort, wo wir das wollten, passiert ist. Ich hoffe, ich habe euch wieder geholfen und das eigentlich in leichten Worten verdeutlicht, wie es funktioniert. Bis dahin wünsche ich erstmal einen schönen Sommer und bis zum nächsten Video. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.